Moin ihr Lieben, da bin ich wieder und es wird immer noch laut oder ist laut, aber ich verstehe nicht, warum ihr die Sounds nicht so gut hört. Option Musikgeräusche, Spieler 100%. Aber das ist auch schon 100%, Blöcke 100%, Wetter aus, Musik aus, Plattenspieler, ja, den brauchen wir nicht. Fertig, so. Fertig. Eike, wenn du mich jetzt hier vollgeschissen hast, ne, das finde ich nicht gut. 15, na, 64, ja, müssen wir aufpassen jetzt ein bisschen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ich höre ganz laut Lava und viel Wasser. So, dann bauen wir da wieder Stufen hin. Geo, wenn schon richtig. Mann! So. Immer noch Kohle. Mal aufsammeln in den Scheiß. Alles verstummt. Hier ist es laut. Muss ich hier sein? Ah, hier ist auch laut. Okay, dann gucken wir erstmal ein bisschen was sichern. Bevor wir da unten irgendwie in den Arsch gehen oder so. Ja, besser ist das. Ein Stack sichern wir. Zombie-Gehirn, was soll ich denn mit dem Scheiß? Was können wir denn in die Lava kippen? So, was haben wir da noch? Laternen haben wir da noch? Kohle. Kohle, Kohle. Kohle ist gut. Holzkohle ist gut. 41 davon. Den Stack packen wir mal hier mit bei. Dann machen wir uns nachher Kisten. Auch nochmal 41 Stück. Wohl neben ein paar sollten wir behalten, ne? Da wollen wir ein paar Stufen vom machen. Habe ich noch eine Axt? Steinhacke habe ich. Äxte habe ich aber auch noch. Jetzt können wir meinen Herrn auch mal ums Essen kümmern. Da war ja was. Da fehlt noch was. Ja. Sollte erstmal reichen, 34 Stück. Weil wir kommen ja so in diesem Bereich, wo wir jetzt langsam runterkommen, ne? So. Das Havoc Deed. Spitzhacken haben wir auch noch. Kohle haben wir gesichert. Wenn ich jetzt hier ums Leben komme, dass ich dann nicht so viele Sachen verliere, die wichtig sind. Die könnten wir hier mit bei tun. Die brauchen wir nicht. Schaufel brauchen wir im Moment auch nicht. So. Spitzhacken muss ich mit runternehmen. Nützt nichts. Bruchstein. Nehmen wir so mit runter. Zombie-Gehirne. Die sind scheißegal. Das interessiert keinen Arsch.
Werkzeug können wir im Notfall neu machen. So, Wurm. Weiter geht's. Und wieder runter. In die Katakomben. Gar nicht so schlecht, was wir da machen. Noch mehr Kohle vorkommen. Stufen setzen. Oder geben wir mal halt eine kleine Fläche. Wo ist das Problem? Ja, im Arsch. Kaputt, Geo. Kaputt. Ich habe gerade eine kleine Idee. Nur falls. Habe ich noch eine kleine Chance. Eine kleine Chance haben wir dann noch, eine kleine Chance. Aber nur eine kleine. Licht ist nie verkehrt. Dann machen wir das jetzt mal so. Setzen wir uns mal wieder eine Sicherheitsbarriere.
So. Würde ich sagen, ab hier gehen wir wieder runter. So bug wie dat. Da setzen wir uns hier wieder Stufen hin. Gar nicht so schlecht, was wir hier gerade machen. So. Jetzt muss wieder Stufen. Und setzen die Stufen auch richtig. So. Es wird immer lauter, weil es ist die Frage, wo ist es? Genau. Meine Kakerkatze macht auch sicher wieder Krach hier. Muss ja auch sein. Eike, du musst jetzt warten. Ein paar Minuten noch. Genau. Dann sind wir nämlich schon wieder in der nächsten Folge. Barbados. So, jetzt höre ich auch nur noch Wasser. Ein bisschen laber ich auch noch. Sammeln seltenes und wenn es nur Stufen sind. Ja, mein Schatz, du darfst gleich raus, aber du musst es noch warten. Ich bin in der Aufnahme. Das ist nur meine Katze, für die Leute, die es nicht wissen. So. Heul doch! Los, Eike, heul mal eine Runde. Oh, das hörte sich jetzt nicht gut an. Das hörte sich nach einem Zombie an. E. Spitzhacke. Das heißt, wir müssen noch ganz in der Nähe sein. Ich habe nämlich einen Verdacht. Habe einen Verdacht. Ihr auch? Nein, du wartest jetzt. Ich habe Metall entdeckt. Eisen. Ich habe nämlich den Verdacht, dass wir gleich in eine Grotte oder sowas kommen. So, halt. Miau. Ich höre sie, aber ich weiß nicht wo. Nein, du wartest jetzt, habe ich gesagt. Haben wir keinen Diorit? Doch haben wir. Das brauchen wir denn jetzt hier unten gerade nicht, die Steinhacke. Nehmen wir das nämlich da rein. Oh, meine Katze nervt gerade.
Obwohl, wir sind ja eh schon über 15 Minuten. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mache ich mal eine kurze Mini-Pause, beziehungsweise bei euch sage ich dann bis morgen und lasse erstmal meine Nervkatze raus, sonst wird das hier nichts. Okay, meine Lieben, wir sehen uns, wir hören uns und danke fürs Zuschauen. Tschüss!